Handler, lassen Sie uns sehen, welche Pressemitteilungen die Devisenmärkte am Freitag, dem 15. September, erschüttern können. Der Zeitplan beginnt mit einem bedeutenden Ereignis um 12.30 Uhr, wenn die vorläufigen US-Einzelhandelsumsatzdaten für August veröffentlicht werden. Der Juli-Bericht zeigte eine starke Zunahme in allen Bereichen, was dem Dollar einen großen Schub verliehen hat. Der Empire State Manufacturing Index für September erscheint zur gleichen Zeit. Der August-Index war eine große positive Überraschung. Er stieg um 15 Punkte und erreichte ein 3-Jahres-Hoch. Die US-Industrieproduktionsdaten für August folgen um 13.15 Uhr. Die Produktion wuchs im Juli weiter, wenn auch langsamer als um die 0,4% vor einem Monat. Vorläufige Verbrauchskonjunkturdaten der University of Michigan für September werden um 14 Uhr zur Verfügung stehen. Die vorläufigen Augustdaten brachten den Index auf ein 7-Monats-Hoch. Übrigens wurden sie später nach unten revidiert. US-Lagerbestandsdaten für Juli werden gleichzeitig freigegeben und die Zunahme im Juni war am größten seit 7 Monaten. Und das war's für den Wirtschaftskalender für Freitag. Ich bin Celeste Skinner und im Max kommen wir auf Sie mit einer Übersicht für Montag zu. Bis dann.